So, dann sind wir schon beim LP 126 angelangt und das Update kam wieder nicht raus. Wir haben jetzt gerade den 13.09., also müsst bedenken, nur mal einen Tag rückwärts, ne? Das wird jetzt am 14.09. hochgeladen. Ja, es wollte nicht sein und Sekunde mal, da ist eine Spinne, wie ich das so gerade erkennen kann. Das ist nicht schön. Die werde ich jetzt gerade mal... die kommt gar nicht rein. Haha, ja, gelitten, ne? Kommst nicht rein. Aber ich komme raus dafür, ja. Das ist schon mal gut. Und die hat das Minecart hier reingeschubst irgendwie. Seltsam. Nun ja, was mir aufgefallen ist, bei der gestrigen Folge habe ich mich irgendwie wiederholt mit den Upload-Zeiten und so. Das habe ich schon mal in der Folge davor gesagt. Und ich habe gerade vergessen, die Aufnahmezeit zu stoppen. Das mache ich gerade mal. Ich möchte nämlich nicht... Sekunde, Stoppuhr, da. Ich möchte nämlich nicht zu lange jetzt wieder aufnehmen. Wie gesagt, nur eine Folge. Ich versuche das jetzt hier auf 12 Minuten zu begrenzen bei mir. Dann habe ich, wie gesagt, ein bisschen mehr, weil ich jetzt ja nicht gestoppt hatte. Und ja, dann ganz kurz, wie gesagt, Entschuldigung, wegen der letzten Folge habe ich mich wiederholt mit den Upload-Zeiten und wie lange das braucht und so weiter und so fort. Dürft ihr aber merkt haben, wenn nicht, dann ist gut. Jedenfalls folgendes. Beim Graben jetzt hier durch bin ich irgendwie doch in die Höhle reingeplumpst und somit hat sich das danach Suchen schon erledigt. Einige wollten, dass ich da vielleicht mal reingehe, andere wollten das nicht, dass das Schlechteste, was ich machen konnte. Und ja, ich schaue da einfach mal. Ich baue jetzt den Tunnel fertig und so lange werde ich dann versuchen, diese Höhle zu erkunden. Ich versuche aber, die Parts dann nicht zu lange zu machen. So, dann, einfach stinknormal weiterbauen, das hier mit Cobblestones, das wird, denke ich mal, ganz zügig jetzt fertig werden. Ich mache einfach nur mal die erste Reihe hier stinknormal rein und das mache ich mal ganz kurz weg, wenn ich jetzt die Spitzhacke hätte, die ich gerade irgendwie da aus Versehen irgendwo reingepackt habe. So, das weg. Und ja, genau, wegen der Musik, Sekunde, die Musik wollte ich jetzt gerade mal wieder einschalten. Jetzt vielleicht nochmal als allerletztes Feedback so nochmal drunter, wie findet ihr es mit oder ohne Musik ist besser? Entscheidet es einfach mal, schreibt es mir in die Kommentare und dann weiß ich Bescheid. Ich habe es diesmal etwas leiser gemacht als die ganze Zeit, vielleicht ist es so besser, ich möchte es erstmal so testen. Eure Meinung, ganz einfach. So, und dann baue ich einfach mal stinkfröhlich hier weiter und so. Und hier werden jetzt die Schienen dann draufgelegt, muss nach oben gehen, die ganzen nach unten legen. Und dann hätten wir das, ne? Und so, ich mach mal alles hier raus, gerade mal. So, das und das und das. Und dann werden die Cobbles uns hier reingekleistert. 64er Stack voll gemacht. Da. Und gleich die Schienen holen. Und dann auch noch hier festsetzen. Sekunde mal, ich versuche mal, dass ich das vielleicht hier ein bisschen daneben machen kann. Hier geht es ja auch nochmal nach drinnen. Ja, zum Glück. Und wie komme ich eigentlich am besten mal hier rein? Kann ich das wegmachen? Ich kann es so machen. Ich kann einfach das Wasser hier reinlaufen lassen, dann da runter schwimmen, wieder hochschwimmen. Dann sollte das doch schon wieder besser gehen, ja. Dann, ich mache es nochmal ganz kurz mit Erde hier. Da. Und dann mache ich das Ganze wieder zu. Nee, das ist nicht offen. Da schwimme ich hier rein raus. Und hier kommen dann die Cobblestones, wo wir dann langfahren werden. Und so, dann hätten wir das Ganze schon mal fertig. Ich glaube, die, Helligkeit muss ich in der Nachbearbeitung nicht mehr neu einstellen und wieder erhöhen. Ich denke mal, das sollte reichen. Und oh, ich kann eigentlich schon vorne anfangen, wenn ich nicht gerade ins Wasser einfalle. Wir sind ja jetzt teilweise draußen, oder was heißt draußen? Wir sind zwar unten noch im Tunnel drin, aber der ist einigermaßen beleuchtet. Jetzt die Kürbisse werde ich von innen drin rausnehmen, dann außen anbringen, dass man auch was sehen kann. Und ja, dann einfach noch die Schienen abbauen, abreißen, nach unten verlegen. Die Schalter nehme ich hier oben mit. Und die Spur hier oben entferne ich auch. Das heißt, die Schiene ist gerade flöten gegangen. Sekunde, die hole ich mir noch. Die brauche ich ja wieder. Oder, nee, eigentlich nicht. Aber ich nehme sie mal einfach mal mit. Und ja, jetzt gehe ich mal ganz nach vorne. Ich bin aus dem reingefallen, komme jetzt nicht hoch. Das ist ein bisschen zu hoch hier. Man kann hier nur eins hochspringen und aus dem Wasser. Das geht nicht schlecht. Das ist der Erdblock hier da. Und da, perfekt. So. Abbauen. Und ja, dann dieses Update, ne, das will irgendwie nicht so, wie ich will. So wie es aussieht, ist jetzt nur eine neue Pre-Release-Version rausgekommen, das heißt die zweite. Und die der offizielle Release-Termin, der steht noch nicht fest, mal wieder. Also wieder unbekannt. Das heißt warten. Ich werde auch nicht die Pre-Release-Version spielen, die ist ja dann wahrscheinlich ziemlich verbuggt. Oder ich habe es gesehen, dass sie ziemlich verbuggt ist. Es soll Probleme mit Öfen geben und alles Mögliche. Ich werde Folgendes tun, ich werde einfach so lange warten auf die richtige Version, dann auf den offiziellen Patch 1.8. Und dann, ja, dann werde ich den dann halt draufspielen, wenn er erst kommt. Also vorher wird es dann keine 1.8er-Videos geben.
Und ich, ich müsste vielleicht noch ein bisschen Leben nachladen, weil langsam wird's hier eng. Naja, was soll's. Ich latsche ein bisschen durch. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Folgendes, ich spring drauf. Nun ja, allerdings ein Vorteil hat es ja, wie gesagt, dass ich dann, ich versuche es am Wochenende zu machen, dass ich Show Folge 9 drehe. Da habe ich nämlich noch, das 6-Touren-Pack und wenn ich dann, wenn ich dann patchen würde zum Beispiel, dann wäre das 6-Touren-Pack ja weg, dann wird es wieder dauern, bis es wiederkommt und dann kann ich das Let's Show leider nicht drehen. Die Bauarbeiten sind soweit abgeschlossen, es ist allerdings kein abgeschlossenes Projekt. Das heißt, da kann man noch dran bauen und erweitern. Allerdings habe ich gedacht, dass ich jetzt schon das Let's Show drehe und nicht alles komplett fertig baue, weil es dann erstens ungefähr noch ein halbes Jahr dauern würde und zweitens wäre es dann auch so, dass das Let's Show an sich viel zu lange wäre. Ich bin ein Freund von kurzen und knappen Folgen, da ihr ja jetzt mein Problemchen mit der Internetleitung und so weiter und so fort kennt. Das habe ich ja öfters schon mal erwähnt. Also ne 2800 DSL, das ist ja katastrophal eigentlich. Da, wie gesagt, eine Folge 4 Stunden und nee. Deshalb kurze Folgen, kurz und knackig und ja, was heißt kurz und knackig? Ich mache halt mehrere Parts. Ich drehe schon gerne ohne Zeitdruck. In LPs ist es ja ganz gut, da kommen eben so viele Parts raus wie kommen. Und ja. Puh. Wie lange ich LPs mache zu Minecraft? Unbegrenzt. Also, ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich aufhören sollte. Ne? Nur mal so nebenbei. Bei mir denke ich mal, dass das auch schon so mindestens dreimal noch so viele Folgen werden, wie ich jetzt schon habe. Und mindestens, okay, was ist dreimal? Ich sag mal, keine Ahnung, kommt drauf an, es sei denn, irgendwas kommt dazwischen oder so. Bezweifle ich. Ich will die Tausender-Grenze knacken mit Folgen. Warum auch nicht? Hat noch keiner probiert. So, dann, kurz überlegen, wir kommen hier an mit dem Dingens, mit dem Minecart. Und ja, das dauert halt Jahre, bis es soweit ist, ja. Aber wie gesagt, ich habe nicht so vor, so schnell aufzuhören. Das macht mir ziemlich Spaß eigentlich. Besonders dann, wenn jetzt das Update rauskommt, da kann man vieles ausprobieren. Haben wir ewig Zeug rumzuprobieren. Und kurz überlegen, wenn wir jetzt hier runterkommen, haben wir nochmal einen extra Schub. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht wieder direkt hier schon Booster Raids anbringen. Ich mache mal hier nochmal eine rein. Sekunde. Booster Raids raus und Schalter hier rein. Da ein Schalter, den schalten wir schon mal ein. Und dann eine Booster Rail, die ist auch schon richtig angeschaltet. Ja, ich sag mal Booster Rails, ich meine Power Drills. Der Schalter hatte da gerade nichts verloren, ich weiß. So, dann fahren wir nach vorne wieder. Ich denke mal, das sollte locker schicken bis ganz vorne hin. Es war ganz, ganz ein bisschen gelegt, aus welchem Grund auch immer. Und ab hier vorne werden wir jetzt Power Drills wieder brauchen. So. Und, oh, jetzt ist gerade ein bisschen gestockt im Halse. Dann müssen die noch angeschlossen werden. Sekunde. Reicht das? Sind die alle befeuert? Von ganz unten bis ganz oben? Ja, sind sie. Ich glaube 8 Blöcke oder sowas. Oder 8 Schienen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Vom Schalter entfernt. Ja, ich würde sagen, das testen wir dann gleich mal aus. Was sagt denn die Uhr? 7:28. Och, da haben wir noch Zeit. Wir sind hiermit fertig. Das heißt, ich teste mal ganz kurz aus, ob das funktioniert. Und denne. Ups. Folgendes Problemchen. Hier hinten, ich habe jetzt gedacht, wenn wir hier runterkommen, brauchen wir eigentlich gar keine Booster Rails, aber jetzt kommt das große Aber. Wir müssen ja auch wieder zurückfahren, von daher brauchen wir schon welche. Ich habe jetzt einen 5 dabei, kurz ausprobieren. Schickt das eigentlich? So. Reicht das, wenn man alle 2 das mal macht? Kurzer Test mit den Schaltern. Brauchen wir da extra nochmal? Ja, wir werden wahrscheinlich extra Schalter brauchen. Ich teste das einfach gerade mal aus, ob es überhaupt funktioniert, wenn ich da jetzt hier hochdüse, dass ich die da, alle zwei Felder eine Power Drills mache. Sekunde. Reinsetzen, fahren und jetzt fahren wir hoch, hoffe ich jedenfalls mal. Ja, es geht auch noch so. Das heißt, ganz kurz ein paar Schalter macht. Zum Glück habe ich noch genug Stickies dabei. Ich würde sagen, danach noch mal Holz holen. Ne? Weil das wird wieder mal nicht schicken. Schon gar nicht. Also für die nächste Zeit. Und ja, wenn wir dann auf den neuen Maps sind, werden wir uns Rohstoffe mitnehmen natürlich. Holzen, alles Mögliche. Und ja, gut, ist halt sehr uneinheitlich. Und diesen Schalter hier unten, den bringe ich auch mal wieder anders an. So, nein, auch nicht so. Der soll nach vorne zeigen zu mir. Das sind wieder jetzt das Schalterproblem, die wollen einen immer verarschen.
So, dann teste ich das gerade noch einmal, ob es klappt, wenn ich von hier oben runterkomme, dann hier entlang fahre und reinsetze und ob ich das ganz nach oben hinkomme. Nein. Was ist jetzt los? Achso, nicht eingeschaltet, hä? Könnte ich wetten? Ja, nicht eingeschaltet. So, jetzt aber nochmal Anlauf nehmen, nochmal Anlauf nehmen, nochmal Anlauf nehmen und drüber fahren und hier vorne hoch jetzt. Ja, es geht, es geht. So, einige hatten den Vorschlag gemacht, dass ich den Bahnhof unter Wasser baue. Also komplett unter Wasser da vorne. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Von daher, nee, lieber nicht. Lieber nicht in dem Fall. Und dann kurz etwas nach da vorne, ob das da lang geht. So, jetzt Schwung nehmen und hoch. Jawohl. Das passt auch perfekt. Gut, dann hätten wir die eine Kurzstrecke unter Wasser schon fertig gemacht. Das kann wieder weg hier, das kann auch weg. Und um die Wasserströmung zu beseitigen, machen wir jetzt folgendes. Wieder ein bisschen tricksen, dass daraus ein Brunnen entsteht und das Ganze wieder zuläuft. Machen wir einfach Sekunde, die Wasserströmung schwemmt einen dann zu sich. Das da. Und weg ist es. Und hier drüben genauso. Da. Und weg ist es. Und das kann ich noch hinmachen. Und das hier oben wieder weg. Groß abbauen, abbauen, abbauen. Ja, unter Wasser dauert es wieder. Ich weiß nicht, ist es jetzt eigentlich wieder zu dunkel oder geht das einigermaßen? Ich hoffe mal, es ist nicht zu dunkel wieder. So, weg, weg, weg. Und das könnten wir eigentlich mal durch Glas setzen noch. So. Und so, nur damit es einheitlich ist und ja. Die Frage ist jetzt, was wir hier mit der Erde machen. Hier so an den Seiten sollen wir das in Erde lassen. Die Kürbisse müssen jetzt außen platziert werden. Das mache ich nochmal schnell, und zwar ohne die Helligkeit hochzuschrauben, damit das mit Verarbeitung einfacher ist. 10, 52, 11 Minuten, okay, es wird langsam eng. Ich werde trotzdem mal das jetzt anbringen und dann werde ich die Aufnahme auch schon wieder stoppen. Und dann, wenn immer noch Zeit ist, dann können wir hier die Höhle erkunden nochmal. Aber nur dann, wenn das Update kommt, dann nicht. So, jetzt ist dunkel, ich weiß, ihr seht nichts. Mache ich trotzdem ganz schnell noch fertig. Ich werde jetzt noch reinspringen von außen und werde die Kürbisse platzieren. Einen nach vorne, das ist okay. Den anderen setze ich mal dahin. Die sind eigentlich gesetzt worden. Okay, jetzt kann man die Gesichter nicht sehen. Ach, den lasse ich so. Was soll's. Kann man jetzt halt die Gesichter mal nicht sehen. Luft holen nicht vergessen. Und wieder nach unten gehen. Da kommt der nächste hin. Und hier vorne kommt wieder der nächste hin. Und hier nach oben. Es ist Nacht, keine Mobs hoffentlich. Nicht so wie die Spinne eben gerade. Nach unten, nach unten, nach unten. Setzen, weiter, weiter, weiter. Dann bin ich auch schon fertig gleich. Fast fertig, fast fertig. So. Oh nein, das waren zwei, das waren zwei. Nein. Entfernen, ganz schnell entfernen. Ja, abbauen, abbauen, abbauen. Schneller ging es nicht mehr. Schwert vielleicht. So, jetzt. Und nach oben, nach oben, nach oben. Ah, Schaden, 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 Schaden. Autsch, jetzt wird's eng. Gut, ich schwimme zurück in mein Häuschen. Es wird langsam richtig eng, die Folge wird zu lange. In mein Häuschen schaffe ich es aber noch. Und hier oben setze ich auch noch einen drauf. Falls das geht, nein, man kann sie nicht auf Glas setzen. Dann setze ich ihn eben da unten hin. Und zurück ins Haus und dann bin ich fertig. So, dann schwimmen, lauf. Nein. Oder folgendes, die Zeit wird zu eng. Ich mache hier jetzt den Aufnahmestopp. Wir sehen uns beim nächsten LP, hoffentlich 1.8. Wir sehen uns. Ciao.